Normal, wenn du von der Vorbereitung sprichst, dann hast du im Sommer meist 5, 6 Wochen. Jetzt waren es 17 Tage. In diesem Sinne, viel Spaß. Dadurch, dass die Pause natürlich auch kürzer war als vielleicht früher in ähnlichen Winterpausen, wenn man sich so 10 Jahre zurückerinnert, dann war es ja schon nochmal was anderes. Die Pause war deutlich länger. Das haben wir jetzt nicht gehabt, also haben die Jungs natürlich auch nicht an physischen Komponenten irgendwie verloren. Zusätzlich haben sie für die Pause natürlich auch Laufpläne gehabt, also dass sie gut vorbereitet dann hier am 2. Januar auch wieder aufgedribbelt sind. Und dementsprechend ist es für mich keine Vorbereitung. Es ist eine, ich habe es ja mal irgendwann verlängerte Länderspielpause genannt, so 2,5 Wochen. Für uns ging es jetzt auch nicht darum, viel auszuprobieren, sondern die Sachen, die wir zuvor schon gut ordentlich auf den Platz gebracht haben, einfach nochmal zu verbessern. Und ja, dementsprechend habe ich die Mannschaft oder die Jungs auch in einem guten Zustand wahrgenommen. Wir konnten sofort versuchen, Dinge umzusetzen. Ich spreche bewusst von versuchen, weil natürlich die Wettersituation erstmal mit dem Hochwasser und dann mit dem Frost, Schnee nicht ganz einfach war. Wir mussten viel improvisieren, wir mussten auch mal Einheiten streichen, umdisponieren. Aber da haben die Jungs ja, mir eigentlich auch oft nochmal ein Lächeln irgendwie ins Gesicht gezaubert, weil sie ganz einfach überragend mit der Situation umgegangen sind. War ganz angenehm, eine kurze Vorbereitung zu haben. Sicherlich waren die Bedingungen nicht leicht. Jetzt haben wir so ein bisschen den Wechsel diese Woche gehabt. Von daher sicherlich nicht einfach, aber wir wollen nicht meckern. Die war gut. Wir haben in den Spielen, glaube ich, gezeigt, was uns ausgemacht hat in den letzten Spielen der Hinrunde. Und von daher bin ich eigentlich wirklich guten Mutes. Man hat gesehen, dass wir Bock haben und dass wir echt gut drauf sind. Und ich hoffe, dass wir das mit reinnehmen können jetzt in den Rückrundenstart. Wir haben zwei gute Testspiele gehabt, wir haben beide gewonnen und das ist auch gut fürs Selbstvertrauen. Wie gesagt, Siege tun immer gut, ob im Training, im Spiel oder sonst wo, und dementsprechend bin ich mit beiden Auftritten auch zufrieden. Und der verkleinerte Kader, ja, bringt dann natürlich auch erstmal die Vorteile für die Jungs. Sie kriegen mehr Spielzeit auf dem Platz, im Training. Ja, es ist schon mal so, dass du nicht beim 11 gegen 11 unter der Woche irgendwie 6 Spieler streichen musst, sondern jetzt sind es ein paar weniger. Zusätzlich haben wir natürlich auch ein paar Verletzte, wo wir jetzt immer wieder auch U19, U23-Spieler punktuell mit ins Training reinnehmen, um das dann auch aufzufüllen, aber auch die Jungs einfach zu sehen. Durchlässigkeit auch in Richtung Nachwuchs ist uns wichtig. Und aus meiner Sicht, aus meiner Überzeugung, muss jeder, der im Kader ist, auch eine realistische Chance haben, sich durchzusetzen. Und das haben wir jetzt durch einen etwas kleineren Kader natürlich auch verbessert. Erstes Spiel nach einer Pause, da ist immer alles möglich, unabhängig von der Tabellenkonstellation. Deswegen Vollgas voraus und versuchen genauso anzugehen wie die anderen Spieler auch, um am Ende was mitzunehmen. Ja, es ist schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe beim Herbstmeister und der, ja, auf dem Papier erstmal formstärksten Mannschaft der letzten 5 Spiele zu starten. Trotzdem, du hast es gerade gesagt, soll der Blick auch in Richtung unserer eigenen Mannschaft sein. Wir brauchen eine totale Intensität, eine Kontrolle über die Umschaltmomente, weil Kiel da sehr stark ist. Aber wir auch über diese Phasen einfach eine sehr hohe Qualität im eigenen Spiel haben wollen. Standardsituationen gilt es natürlich wie in jedem Spiel, erstmal in erster Linie zu verhindern und zu verteidigen. Und wir wollen viel für unser eigenes Spiel, für unsere Spielentwicklung tun. Ja, wir müssen mutig auftreten, weil wir schon auf eine sehr selbstbewusste Mannschaft dort treffen werden. Selbst aber auch in einer guten Phase sind, überzeugt von uns sind, sich auch ein gewisses Selbstvertrauen, eine Selbstverständlichkeit in unserem Spiel irgendwo etabliert hat. Und die wollen wir am Freitag dann auch bei einer, wie gesagt, sehr, sehr guten Mannschaft zeigen und diese Herausforderungen auch annehmen und bestehen. Ja, liebe Eintracht-Fans, ich glaube, das letzte Jahr war nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich wünsche mir einfach für 2024, dass wir das genauso leben, wie wir es die letzten Spiele in 2023 gelebt haben, mit viel Zusammenhalt, gemeinsam, ihr auf den Rängen, wir auf dem Platz, dass wir dann am Ende der Saison den Klassenerhalt feiern können. In diesem Sinne, viel Spaß.